Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Es ist ein sehr netter Abend bei uns heute im Scherrat. Wir haben da recht nette junge Damen und Herren und es ist immer wieder ein Erlebnis. Fliegen, raus, vorbereiten, Club besichtigen, Interviews davor, Magazine oder Radios, dann schnell ein Radioset auf irgendeinem als BBC One oder Kiss 100 oder so in der Richtung, dann gleich in den Club, dann spielen, nach dem Club gleich zurück ins Hotel, am nächsten Tag um 9 Uhr schon wieder Termine, das geht dann immer so schön. Lorenz ist heute super. Ich hab den Fehler, glaube ich, gemacht. Ich bin heute zu ihm hin und wollte ein Kompliment machen und gesagt, Alter, heute spielst du wirklich super. Und er hat irgendwie sich, glaube ich, an dem heute irgendwie gestoßen. Aber ich habe schon lange nicht mehr gesehen, der heute ist wirklich super. Super, echt. Und du machst aber nach wie vor Ö3-Diskus? Nimmst du noch ja, auf als ja. DJ? Ja, das mache ich auch noch. Macht mir auch Spaß. Weil, aber ich mache jetzt nur mal die größeren Geschichten. Und also da müsste die liegen, wenn ich sage, dass es keinen Spaß macht, auf einer Bühne zu stehen, die so groß ist, dass die Stones drauf Platz haben und unten stehen 10 oder 15.000 Leute. Und die Leute kannst du bewegen, 15.000 Leute kannst du bewegen, ist nicht so schlecht. Und was läuft bei dir so? Ja eben, Musik mache ich. Dann habe ich zwei Frauen, die, mit denen ich mich irgendwie gut verstehe und ein bisschen Probleme habe mit welcher. Verstehe. Und sonst im Millennium-Stress wie alle. Und schauen, wo man die Millennium-Party am besten feiert. Und wird das Wien werden? Oder? Ich weiß noch nicht. Vielleicht Mexiko. Aha. Mein Heimatland. Oh, ja genau. Das klingt spannend. Mein Name ist Ernst-Georg Berger, ich bin Redakteur bei einem Stadtmagazin, City, nicht Falter. Ich mache Society und Szene und das ist der Grund, warum ich mich eigentlich lieber im Dunkeln aufhalte, als in diesem komischen grellen Licht. Es hinterlässt seine Spuren, wie man sieht. Bist du sozusagen hier auch Stammgast im Scherrat? Ich bin der immer hier ist und ich bin der, der so tut, als ob das Lokal voll wäre. Aber ich fühle mich ganz wohl hier, ja. Ich bin eine Hälfte des rhythmischen Prinzips, das ist ein österreichischer Rap-Act, deutschsprachig. Wir werden verglichen mit den Fantastischen Vier, was uns einerseits sehr freut, andererseits natürlich auch ein bisschen traurig stimmt, weil man nie gern der Zweite ist. Was hast du jetzt für aktuelle Projekte? Abseits dem kleinen Indianer, der kleinen Indianer, naja, ich muss fairerweise zugeben, dass der kleine Indianer dieses Jahr eigentlich mein Hauptprojekt war, weil es am meisten verkauft hat. Aber ich werde mich im nächsten Jahr wieder mehr der Hausmusik verschreiben. Das ist mir schon abgegangen, weil ich letztes Jahr im 98er mit Groove Gangsters ganz gut unterwegs war. Ich weiß nicht, ob die Leute noch an Funky Beats erinnern können. Ich nehme an, schon die meisten. Und das wird auch im 2000er Jahr wieder mein Ziel sein. Also ein bisschen mehr wieder auf die Dancefloors der internationalen Diskotheken zu gehen. Das heißt, du fühlst dich heute auch hier sehr wohl, musikalisch? Natürlich, so Lorenzo und ich waren nie jetzt die besten Freunde. Es hat auch immer wieder kleine Krisen zwischen uns gegeben, aber wir haben uns immer respektiert und das muss ich sagen, es gibt Leute, die respektieren nicht Lorenzo, Hochachtung vor dem, was er macht und ich finde auch den Sound, den er spielt, super, kann man sich nicht beschweren. Das war's aus dem Scherrat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Okay, ciao.